habe. Aber da, was haben wir denn da hinten drin? Aha, da gibt's Orange und Magenta, Purple haben wir zwei. Hallo, herzlich willkommen zurück. Orange ist ja auch eigentlich gelb. Yellow Dye, kleine Yellow Dye her. Ist das aus Pflanzen oder wo kriegst du die Farben her? Ja, Pflanzen. Ich habe ja hier ein bisschen Botania. Ja. Und man kann aus den Botania-Pflanzen so Petals machen und daraus eben wieder Farbe. Weißt du, wie man Botania-Pflanzen züchtet? Nein, noch nicht. Wusste ich mal, aber ist weg. Okay, also man pflanzt so ein Mystical Petal ein und packt dann oder rennt dann einfach mal schnell vorbei. Das ist wie wenn man es mit Bone Meal bestäuben würde. Und dann nimmt man eine Schere und schneidet es ab, dann bekommt man eine Tall-Pflanze und die, wenn man wieder auseinandercraftet, dann hat man vier davon. Und also hier in der Kiste sind halt die verschiedenen Farben drin. Also die verschiedenen Blümchen. Wäre cool, wenn mindestens immer eine übrig bleiben würde. Ja, natürlich. Schon klar. Deswegen frage ich ja. Ja. Und zwecks Beton, also kann ich dir auch noch kurz, das ist in der anderen Richtung. Ja, also wie gesagt, ich habe Pulver wie in der Tasche. Das kann ich in die Kiste schmeißen, jetzt hast du gesagt. Genau. Ja, ich schmeiß das. Es dauert halt ewig, aber es geht halt passiv. Also wenn man dann in der Zwischenzeit was anderes macht, dann geht das schon. Jetzt habe ich zum Beispiel mal einen blauen reingelegt. Jetzt kommt der da ganz langsam raus. Ja, hier. Da muss ja alles sowas. Sehr kompliziert. Naja, das macht nichts. Das kann laufen, kann nebenbei gehen. Genau. Okay. Warte mal, jetzt pflanzen. Und dann werden die halt so Lego-Steinen, sage ich mal. Also es sieht aus wie Lego. So. Also ich nehme jetzt eine Fläche. Wahrscheinlich müsste ich eine Yellow Petal, die macht doch bestimmt eine Farbe, oder? Oder nicht? Flower? Ja. Ich nehme, da war 12 von, ich lasse mal damit. Ich nehme mal. So, und wie pflanze ich die ein? Einfach hinklacken oder wie? Genau, einfach mal hier rechts klick. Warte mal, das ist. Ja, genau. Ja. Also hier hinten irgendwo, oder? Ja, irgendwo hin. Irgendwo hin? Ja, du musst auch. Das war schon mal nicht gut, da passiert nichts. Und jetzt sprinte mal vorbei. Schnell laufen. Schnell laufen, doppelt W. Ach, das habe ich nie gemacht. Ah, guck mal an. Ich sehe schon. Der wird ein großer aus sogar. Und jetzt braucht man eine Schere und dann kann man das abschneiden. Ach ja, und und dann kriegst du ein neues von diesen Samen, oder wie? Kann das jetzt nochmal machen, oder? Ja, tatsächlich. Ach, das ist unglaublich. Das ist die Schere. Ah ja, so, und jetzt, mit der Schere einfach links klick drauf. Unten, oben? Ist beide. Egal. Egal? Ah ja, okay. Und jetzt, wenn du die auseinander, also ins Crafting-Fenster oben reinlegst, bekommst du jeweils vier Stück. Dann habe ich mehr als vorher. Genau. 12, oder? Hoffe ich nicht mehr als vorher. Ja, okay, das mache ich mal ein bisschen. Genau, das geht eigentlich super schnell. Verdoppelt man ja eigentlich schon, also oder verdreifacht, oder? Keine Ahnung, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall geht's schnell. Ich sprinte da mal direkt an 8 Stück mal natürlich. Ja, genau. Muss ich schneller neue Scheren. Öfter neue Scheren. Ich muss das mit einem Komparator, glaube ich, machen. Man könnte das jetzt auch mit Vanilla Minecraft lösen. Aber will ich eigentlich gar nicht. Und aus Dinger kann ich hinterher aber auch Farbe machen, oder? Aus den Dingern kannst du dann Farbe machen. Ja, da müsste der Mörser müsste in Dingens liegen, in der Kiste auch. Warte mal, ich komme mal eben vorbei nochmal. Ah ne, das ging ja jetzt nicht, weil da das Panel ist. Das ist sehr ungünstig. hier in der Kiste. Ja, da ist er. Hier ist er drin. Der Mörser. Das Holzding jetzt hier in der Kiste. Ja, okay. Mal gucken.
Dingens. Ach da, Mörser, ja, oder? Ja, genau. Achso, da zermörser ich das. Genau, dann kannst du die Pedestal zermörsern und dann ist das Farbe. Ganz simpel. Ja, nur wie zermörser ich die denn? Das Rechtsklick? Nö, nö, ins Crafting-Fenster. Also Mörser so, und Pedal ins Crafting-Feld und dann geht's ab. Ja. Naja, okay. Zack, 64 Stück. Farbe. Oh, das reicht genug. Ja. Wir sollen vielleicht noch ein paar Pflanzen und noch ein paar mehr machen. Was ist hier? True Bis false? Sie alle sind. Kann sich nicht entscheiden, ne? Dann darf ich sie rücklegen. Mach mal schnell welche rücklegen. Ich brauch mal. Das mit Rennen machen finde ich auch lustig. Ja, man kann auch twerken. Wie früher. Ah, okay. Also Rennen geht halt einfacher, finde ich. Ja, finde ich auch. So, dann machen wir mal Redstone. Okay. Dann Integer. Level 5. Badabim, badaboom. So. Vergleichen. Geht nicht. Kann man nicht reinschiften, das ist voll schade. Wenn so, das hier das hier ist. Zugelegt. Die Werkzeuge lege ich mal unten rechts in der Ecke. Findet man die auch schneller. Ah. Ich hasse es, dass ja, da oben im Komparator steht. Hier Stein. Achso, das wollte ich doch in der Anlauf auch noch machen. Jetzt kommen wir hier nicht mehr hoch, ne? Naja, egal. Cobblestone in Stein umzuschmelzen kostet ja nichts, zum Glück. So. Nämlich, ach, Mystic Black Flower. Genau. Zack. Jetzt. Was du jetzt auch mit? Was haben wir? Ach, ich habe irgendwas umgemacht, irgendwas Tolles. Irgendwelche Warum Blöcke. Müssen die rumschweben? Na, vielleicht. Wir hatten noch in der anderen nein, Welt. Das ist ja falsch. Desert Stone Brick. Nehmen wir doch mal. Machen wir das mal so vielleicht? Dass man das dann hinten nicht sieht, die Technik? Und ich meine, es sieht ja ein bisschen aus nach Bienen, ne? So ein bisschen. Ne? Mit den schwarzen Blumen geht das aber nicht, oder? Schwarze Blumen? Oder doch? Ah, doch, doch, geht auch. Komm. Schwarz. Doch, doch, das geht schon auch. Nee, ich kriege. Ach so, doch, ich muss die erst weiterhalten. Ich muss die erst. Ach, ich muss die erst die Dinger rausmachen. Mein Fehler. Hab ich hab's falsch angefangen. Okay. Durch geht das. Ich habe zwei normale Bienen. Die brauchen wahrscheinlich Blumen. Also richtige Blumen. Naja, geht natürlich. Die würde ich mal nur richtig. Hier vorne vielleicht mal hinsetzen. Ja. Dirt. Haben wir ein bisschen was da. So. Machen wir mal grün. Okay. Ich sollte da echt bei Botania noch so ein Ding jetzt. Ups. Hey. Hey. Ja, ich werde gleich den ganzen Haufen auch wieder zurück in die Schublade da. Zack. Ja, okay. Flower? Haben wir normale Blumen? Nee. Nee. Gibt's ja gar nicht, dass wir keine normalen Blumen haben. Wo doch, haben wir bestimmt. Heißt nur nicht Flower. Na, was ja. Siehst du? Zack. So, jetzt den Ordnung. So.
Farbe fertig. Oh, ich das schon mal. Okay, Werkzeug entlegen. Vielleicht mache ich das noch einen Block weiter nach vorne. Fisch. Ist vielleicht besser, ne? So. Da kann ich jetzt durchgehen. Und die Bienen sollten da hoffentlich nicht durchkommen. Ich weiß es nicht, aber ich hoffe mal. Doch so, dann haben wir hier noch ein Lichtglas. Und dann hoffen wir, dass das so geht. Aber das Glas sieht irgendwie doof aus. Gibt es kein Clear Glass? Ich meine, ich hätte es gesehen, aber ich bin mir nicht sicher. Ach, okay, zusammen craften. Ah ja, wesentlich besser. Machen wir das Dach aus normalem Glas kommen und das hier machen wir aus Klärglas, ne? Connecting Glass heißt das jetzt. War früher auch anders. So, und jetzt kann ich hier reingehen. Und dann setze ich hier mal eine Biene aus. Eine Biene. Und noch eine Biene. So, ich hoffe, die freuen sich da drin jetzt. Und vielleicht werden das auch mehr. Ich weiß es nicht. Wenn da 5 Bienen Platz haben in der Theorie. Vielleicht. Ah, 4 Bienen haben Platz. Okay. Können wir das beschleunigen vielleicht? Okay. Okay, ich glaube, die ersten Bienen... Oh, warte mal. Nee, ach, hier an der Seite muss ich ja dann auch nochmal dran. Ich muss ja seitlich nochmal an den Dingens ran. Das ist ja ungünstig. Das ist nicht schön. Muss ich mir was einfallen lassen wieder? Oder mache ich das vielleicht hier vorne? Wenn ich das hier vorne mache, vielleicht hier an der Stelle? Ach, ist das schon irgendwas hier oder was? Ach ne, es hat nur geleckt. Es hat einfach nur geleckt. Kann ich hier... Nee. Dirt kann ich nicht beschleunigen, aber Gras. Keine Ahnung, was es bringt. So. Das ist weg. Kann ich mal raus? Kann das hier weg? Dumme Frage. Nee, nicht ganz. Da müssen wir uns was einfallen lassen. Also wir könnten hier natürlich nochmal jeweils ein Glas reinbauen, das leuchtet. Links und rechts. So. So. Aber es sieht auch komisch aus, ne?
Ja, ich weiß nicht, das sieht komisch aus. Natürlich ist es auch kaputt, wenn man es weghaut. Schön. Good to know. So. Ja. Okay. Ah, hier die Fackeln wieder hin erstmal. Schauen wir, ob das dann funktioniert. Wir brauchen auf jeden Fall noch ein paar so Hopper. So Vakuumhopper oder wie auch immer man die nennt. Hier, das ist der gute Absorption Hopper. Machen wir 5 Stück erstmal. Dann würde ich sagen, kopiere ich mir das so wie es ist und dann bauen wir das einfach noch. 2. Etage drunterbauen. Ein, zweimal hin. Da könnte ich natürlich das Level von deinem Gang da drunter nehmen. Was das wenigstens. Ach, ich habe mich verlaufen, haben wir doch nicht. Hast dich verlaufen. Ich weiß nicht, ob ich im richtigen Gang bin. Ich glaube, ich bin, glaube ich, im falschen. Du bist im falschen Gang. Natürlich, hier. Ja, ja, das sieht aber genauso aus. Ja, es sieht alles ein bisschen gleich aus. Die sind nicht bezeichnet. Lass mal Schilder aufstehen. Gibt es Wegweiser eigentlich? Vielleicht gibt es Wegweiser. Natürlich. Ich habe auf mich aufgestellt. Vorsicht, Gefahr. Hast du nicht gesehen, ne? Geh doch mal in die Welt, wo wir vorhin mit den Inseln. Okay. Da stehen Schilder. Ah, ich meine jetzt richtige, also nicht so Minecraft-Schilder so typisch, sondern so richtig halt. Ach so, ist noch richtig leuchten. So wie ich früher gebaut habe, so programmieren am besten noch. Mit Laufschrift. Warte mal. Da kann man was machen. Tatsächlich mit F-Tools, glaube ich, geht da was. Okay. Kann man auf jeden Fall irgendwie Displays bauen, soweit ich mich erinnere. Okay, Information Screen. Lass da mal gucken. Ja gut. Ja, das ist schön, dass man den bauen kann, aber man kann irgendwie noch nicht wirklich was machen. Damit, okay. Da gibt es aber irgendwie einen Block dazu auch, der das Ganze ansteuert. Machen wir vielleicht Screen. Okay, so. Screen Controller. Ja. Action, Console Screen. Ganz toll. So. Text Screen, das ist es. Oh, ich haben wir schwarze Farbe zufälligerweise? Auch. Ja, habe ich gerade in der Botanikkiste. Ich habe welche gemacht. Achso, da liegt zumindest die schwarzen Dinger. Ganze Farbe schnell rausmachen. Oh, du hast sortiert! Ja, das. Aber da müsstest du schwarz hin, musst du ganz schnell Farbe ausmachen mit dem Mörser. Das Ganze. Nicht so schwer sein. Jo. Oder? Perfekt. Danke. Perfekt. Müssen wir nochmal gucken. Mal ausprobieren hier. Also, wir haben hier 1000 Mods drauf und man benutzt halt immer nur die Hälfte so von dem, was man kann. Ja, ist doch. Also nicht mal. Das ist einfach viel. Das ist einfach viel. Oh, der braucht Strom. Oh, okay. Boah. Was war dazu hier? So. So.
habe ich denn hier schon wieder für Fire Resistance? Was denn der Water Breathing Resistance? Gibt es hier irgendwelche Beacon, so einen Scheiß, die was verteilen? Irgendwelche Sender? Ich habe doch eine Sonderfähigkeit. Habt ihr so Geräte stehen? Irgendwas? Warte mal. Beacons? Nein, nicht Beacons, aber es gibt so Sachen, da kriegst du dann ständig irgendwelche Sachen drauf. Heilung. Ach so. Ah, nö, haben wir noch nicht. Tja. Warum habe ich zwei so erhöhte Sachen? Ach, weil ich den vielleicht vom Essen. Das kam vom Essen. Das ist möglich. Ja, ich habe eine Pizza gegessen. Ja, das ist möglich. Haben wir Pizza? Ja, das kann auch sein. Dieses runde Ding, du hast mir genau gegeben. Was war das? Pizza? Nee, was war das? War das Pizza? Was du mir gegeben hattest. Pizza konnte ich nicht machen. Das war sowas. Also was Schwarzes. Ach, du meinst ein Oreo. Ein Oreo-Keks. Ach, stimmt was. Keks. Ich hab den mal probiert. Wahrscheinlich hätte ich das nicht machen dürfen, weil der macht viel zu viel Hunger weg. Das ist so eine Riesenportion. Habe ich wahrscheinlich das verschwendet. Ist egal. Haben wir genügend, glaube ich, davon. Okay, entweder ist das zu weit weg oder es geht gerade nicht. Ich setze das mal näher hin. Ja, näher geht ja wohl nicht. Warte mal. 32 mal 32, hier. Also muss doch gehen. Ja, damit kann ich die powern. Okay, das ist gut. Aber wie kann ich denn da eine Information draufschreiben? Das wäre interessant. Place this block on a power cell to display information about that cell. Right click with wrench to change modes. This block can also display power information about any block that... Ja. Gut, das... Warte mal. Heißt das vielleicht nicht Screen? Screen Link? Ich weiß es nicht. Heißt das vielleicht nicht Screen, sondern anders? Ist das vielleicht ein Monitor? Ender Power. Nö. Was macht denn ein Environment Controller? Effekte. Nö, ich glaube, da bin ich zu dumm dazu. haben wir mal gemacht. wollte ich da nicht hinbauen. Haben wir mal gemacht. Keine Ahnung, wie es funktioniert. Muss ich mich einlesen? Weiß ich nicht. So. Ich weiß, dass es irgendwie ging, aber ich weiß nicht mehr wie. Ich glaube, ich war nicht mal so weit weg davon. Und jetzt diese Bienen, wieso kommen die jetzt nicht raus hier mal wieder? Müssen die nicht mal irgendwann mal, ne? Bienenzeug machen? Gib mal Gas. Also es brummt wie Hölle? Aber es macht nichts. Das ist ja perfekt. Haben die Spaß da drin oder wie? Naja. Okay. Sei es wie es sei. Wir machen noch ein paar so von den Grünen. Weil ich glaube, dass das gut ist. Ich weiß es nicht. Von den Tier-Einsern. Hier. Dazu brauchen wir die hier. Dazu brauchen wir die hier. Ja. Das war die Geschichte. Kann man... Das muss man automatisieren, ne? Das ist ziemlich nervig. Das ist super nervig, wenn ich ehrlich bin. Dann bauen wir mal das gleiche Setting einfach mal ein Stück weiter drüben auf.
Also was heißt das gleiche Setting? So ähnlich. Lass mal hier einen Platz, ne? Connecting Glass, also hier hin. Oder lass mal lieber zwei. Komm, lass mal lieber zwei. Zwei ist schöner. Und dann, ja, eins so rüber. Dann kommt hier unser Glas, durch das wir durchgehen können. So. Oh. Ich brauche mehr Glas. Ich hätte das jetzt auch einfach kopieren können, ne? Sieht man das, dass das nicht dazugehört? Nö, sieht man nicht, ne? Passt schon. So, dann muss hier der... Nein. So rum. Da der. Naja. Oh, warte mal. Ist das dann richtig rum? Ne, es ist dann falsch rum, ne? Ich muss den von hier aus setzen, weil der genau in die Richtung guckt, von der aus ich ihn hinbaue. So. Okay. Dann haben wir das wieder. Ja, hier könnte ich ja das dann schon mal so machen. Ich weiß nicht, was setzt man denn da für eine Biene rein? Was haben wir denn für Bienen überhaupt? Warte mal, hier stand was. RGB-Bienen, was fressen die? So. Ja, was fressen denn die RGB-Bienen? Ernsthaft? Wo steht das denn? Ach, wir haben da mehr Seiten. Ja, es ist aber nicht das, was ich jetzt wissen wollte. Okay, da steht jetzt nicht das da, was ich wissen will. Das ist ungünstig. Dann müssen wir mal zu den Bienen gehen. Also zu den anderen Bienen. Ich mach's gleich schon. Ich muss mal zu den anderen Bienen gehen. Ich muss mal gucken, was die fressen. Ich weiß es nämlich nicht. Ja, ich hab fast fertig hier. So, kann man hier... Ja. RGB. Bin mal kurz AFK. Jo. Ja, toll, die Suche ist ja geil, ne? Hier. Ach, RGB. Ja. Deswegen finde ich es nicht. Blauer Wolle. Rote Wolle? Das muss das rote Wolle sein? Ach, in
Apiary gibt es dann mehr. Okay. Okay, rote Wolle muss das sein. Das wusste ich jetzt nicht. Haben wir noch eine RGB-Biene hier? Oder habe ich zwei mit? Ich habe zwei mit, ne? Ja, ich habe zwei mit. Okay, das passt. Na, hier ist es wieder soweit. Und wenn man die jetzt breeden will, dann muss man denen was füttern, ne? Farbe. Wie ist das mit normalen Bienen? Gibt es die hier überhaupt? Bee? Nee, das ist ja super. Hm, kann man das so vielleicht machen? Nö. Vielleicht gehen die normalen Minecraft-Bienen auch gar nicht. Ich weiß es doch nicht. Vielleicht kommen die deswegen auch nicht mehr raus. Ich habe doch keine Ahnung. Okay. So, jetzt würde ich gerne die Bienen untersuchen. Jetzt dummerweise sind die da drin, in ihrem Haus und kommen nicht mehr raus. Hilft auch kein Anklopfen. Okay. Die RGB-Biene braucht rote Wolle. Wir haben Wolle da, haben auch rote Farbe. Red. Dye haben wir nicht. Okay. Machen wir mal ein bisschen rote Farbe. Ja, das hat gut funktioniert. Wie sieht es eigentlich hier aus? Perfekt, ist leer. Sehr gut. Ah. Ich brauche ja nicht mehr, ne? So. Und dann können wir theoretisch die RGB-Bienen hier schon auslassen. Ne? Ich weiß noch nicht, wie klug das ist, das jetzt zu machen. Weil hier kann ich aber hingraben, ohne dass was ist. Das wird dann drüben wahrscheinlich auch so sein. Solange die jetzt da drin sind, kann man ja mal gucken. Ja, das ist hier auch so. Das passt. Okay. Dann kommen die Blümchen hier vorne hin. Da und da. Da gucke ich mal, ob ich irgendwie was machen kann, zwecks, ja. Dass man das irgendwie verdeckt und nicht sieht. Von hinten kann ich ja nicht dran. Ja, ist ungünstig. Ja, ist ungünstig. Also ich muss ja von hier aus dann da dran und dann, ja, mal gucken. Es wird irgendwie werden. Und hier dasselbe Spiel. Und dann setze ich hier schon mal die RGB-Bienen aus, ne? RGB-Bi. So, und die kann man jetzt breeden, hieß es, wenn man denen Farbe gibt. Wie war das nochmal? Die, ne? So. Mit E. Düe. Mhm. Liebe. Oh, eine Mini-Biene! Okay, das hat funktioniert.
Das hat funktioniert. Sehr gut. Da funktioniert's. Okay, ich glaube, das funktioniert mit Standard Minecraft Bienen heute einfach nicht. Ah, die kann die Dingens nicht erreichen. Ne? Die ist aber auch dumm. Wieso fliegt die nicht einfach oben drüber? Mal ein bisschen helfen. So. Oh, cool. Honey Level 5. Da müssen wir jetzt hier hinten Level 5 detekten. Oh, geil. Das, oh, geil. Das könnte doch gehen. Okay, Redstone Reader, Redstone Writer. Haben wir nicht mehr. Bauen wir mal. Achso, okay, wir haben nicht mehr. Okay, ist gut. Und dann bauen wir davon auch ein paar. Okay, einer geht. Na gut. Ich aber jetzt schon zwei haben. So. Wenn ich von der anderen Sorte auch schon zwei habe. Okay, Reader. Kommt dahin. Writer. Kommt dahin. Dann. Oh, Kabel haben wir auch nicht mehr so viele. Dann haben wir nochmal ein paar Integrated Kabel. Dann verbinden wir das Ganze mal. Müssen wir hier lesen, welche, genau, Redstone Level 5, das ist perfekt, das ist so super. Dann brauchen wir hier die Variable, die Integer-Variable, dann brauchen wir den hier wieder, dann holen wir hier ist gleich, ganz einfach, wenn das gleich dem, dann mach. Lege ich mal das hier als erstes hin, das hier als zweites und dann schauen wir mal hier unten, so, weil die wollen wir noch öfter brauchen. Und da ist keine Schere drin. Na, es ist natürlich ungünstig. Das kann dann nicht funktionieren, aber es hat geklickt. Das heißt schon mal was Gutes. Also, die Scheren müssen da halt noch rein, ne? Das muss man halt noch automatisieren. Aber ansonsten. So. Müsste jetzt funktioniert haben. Und jetzt müssen hier Honeycombs drüben liegen. Ja, das tun sie auch. Sehr gut. Okay, und die kommen auch nicht hinten beim Komparator raus, sondern immer hier vorne. Das ist gut. Das ist gut. Okay. Das ist sehr gut. Die Variable Storage kann ich ja dann noch mal nach unten umziehen oder so. Muss ja nicht hinten stehen bleiben. Sehr schön. Das funktioniert. Da bin ich jetzt aber sehr glücklich. Die blockieren sich halt hier ständig, ne? Naja. Die werden irgendwas machen. Ist mir jetzt eigentlich auch egal. Wir haben unsere ersten... Warte mal, wo? Ach, hier. RGB. Not eaten kann man essen. Oh. Ich nicht, weil ich vollgestopft mit anderen Sachen bin. Nein. So. Werden wir mal dann versuchen zu essen. Cool. Okay.
Ah, das sieht man trotzdem, dass das ein anderes Glas ist. Gib mal her. Glass. So. Jetzt ist besser. Okay. Kann ich das mit dem Building Gadget eigentlich einfach kopieren? Mit einem Copy-Paste Gadget, besser gesagt. Wie kann ich das nochmal? Kann ich das nochmal löschen? Ich möchte das gerne löschen. Löschen, löschen, löschen. Copy. Ah. Copy von hier bis da. Achso, geht nicht. Von hier bis da. Das geht. Oh. Ja. Das ist gut. Und jetzt müssen wir... Paste. Geht das? Ja, naja, fast. Ah, nee. Kann man da irgendwie... Nee. Versuchen wir es nochmal. Fehlt wieder ein bisschen was. Aber gut, ich meine, ja. Man muss halt dann gucken, dass man genügend davon auf Lager hat. Also im Inventar hat, dann geht das auch. Okay. Das wollte ich ja wissen. Mehr wollte ich ja gar nicht mehr ausprobieren eigentlich. Also es geht. Also man kann das kopieren und da einfügen. Wunderbar. Ich meine, klar, dass hier hinten fehlt, weil wir es nicht dabei haben. Das ist auch okay so. Ja. Und würde ich sagen, damit hier alle Bescheid wissen, was hier hin soll. Machen wir so ein bisschen schon mal. Oh, naja. Okay. Oh, da fehlt noch was, weil hier eine Fackel steht. Guck mal. Ach, war schon drin. Connecting Glass. Und das kommt dahin. So. Okay. Na dann. Steht das Ding auch. Was haben wir denn für Bienen noch dabei? Wir haben noch eine Claybee dabei und eine Gravelbee. Claybee. Dauert halt irgendwie super lange, ne? Welcome back. Irgendwie die normalen Bienen mögen nicht, habe ich das Gefühl. Ich glaube, die funktionieren mit den Apiaries, mit den Dingens hier nicht, mit den Beehives nicht. Und der Mod. Ich weiß nicht, die funktionieren halt einfach gar nicht. Is a real glass. Ich hoffe, die kommen da nicht durch. Aber jetzt sieht bisher gut aus. Bisher ist noch nichts ausgebüxt. Ja, das ist irgendwie, ja, schade. Ich habe gedacht, das geht schneller.
guck mal nach unseren Honeycombs. Naja. Das dauert noch Ewigkeiten, weil das hier wieder steht. Muss ich mal automatisieren, ne? Also automatisieren ist ja eh werfen. Ja. Ne, die behalte ich mal. Ich werfe mal die hier nur rein. Und Dispenser werfe ich auch mal weg. Und auch das ganze Glas und Redstone und das will ich essen. Das kommt rein. Schieß werfe ich mal weg. Hoppa, will ich mal da hinten was hinstellen noch. Warte mal, wir können ja weg eingeben. Hoppa, will ich da hinten mal direkt was hinstellen. Oder vielleicht hier oben drauf gleich, ne? Okay, das ist gut. Minus 4. Perfekt. Ja. Perfekt. Das dauert ja eh Ewigkeiten, bis das soweit ist, ne? Bis die wieder was produzieren. Und wenn das soweit ist, dann... Warte mal, was wir hier machen könnten, ist noch... Ah, es ist wieder super geil mit den Chunk-Grenzen hier und so weiter. Ich stelle mal hier hin. Direkt da drauf. Man kann das halt hier super beschissen sehen, finde ich. Okay. Schauen wir mal, ob das funktioniert. So, ein ME-Interface bitte schön, hätte ich gerne. Perfekt, haben wir da. Wieso haben wir ständig 1000? Ich frag nicht. Ich kenne die Antwort. Habe ich noch weiße Kabel dabei? 17. Ne? Mal gucken, ob es reicht. Eigentlich, ja, klar. Ich muss ja nur dieses Ding eigentlich weiter rüberstellen. Dann geht es ja auch, ne? Warte mal, wir können das aber auch ganz intelligent machen. Das geht auch. Das geht auch. Aber warte mal, machen wir es so. Und dann holen wir uns einfach ein, zwei Hopper. Ist ja eigentlich egal, wie man es macht, ne? Kann man ja mit Vanille auch mal machen. Was natürlich jetzt doof ist, ist, dass das da hinten sich connected hat. Das gefällt mir nicht. So. Und dann verschwindet das nochmal da in der Kiste alles. So nach und nach. Und das hier wird durchgemanscht. Perfekt. Okay. Kann man den upgraden? Zentrifuge. Zentrifuge. Zentrifuge, da haben wir's. Kann man die upgraden? Oh. Zentrifuge Multiblock. 3x4x3. Ist das das Ding, was wir da hinten haben? Zentrifuge is a kind of one controller and the rest casings. Nö.
Center of any face. Einen Block vom Boden entfernt. Und jeder Block wird Energie und Items importen und exporten. Okay. Controller. Casing. Wächst Maschinenblock. Oh nein. Wobei, das geht eigentlich. Wie viel brauchen wir denn davon? Warte mal. Ist es Hollow oder ist es Multiplock? Das heißt, Container One. The rest casings. The control must be. Steht jetzt nicht da, ob es Hollow ist oder nicht. Ne? Ob es leer ist in der Mitte. Also 3x3. 9, 18, 4 hoch, 8 und 7, 33, wenn ich richtig bin. 33, könnten wir theoretisch, denke ich, machen, ne? Kommen so immer 3 raus, wenn ich das richtig gesehen habe. Oh. Die muss man nochmal. Oh, ach so. Aber wie oft brauchen wir das Rezept? Dann 10-mal? Oh Gott, nee. 11-mal. Könnte gehen. Schauen wir mal. Was? Ach so. Au! Ach so, ja doch, doch, doch. Elfmal. 33. So, und wenn man dann... Ich will die mal noch nicht abbauen, weil ich nicht weiß... Ja, wie das alles funktioniert. Ich baue die erstmal auf, da hinten. Bei den Bienen. Wo bauen wir denn das hin? Vielleicht direkt hier einfach mal gegenüber so ein bisschen, so in die Richtung. So. Wie weit sind wir hier weg? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oh, perfekt. Müssen wir noch upgraden? Da war ja was. Haben wir alles nicht? Oh! Ich habe mich schon gewundert. Oh, das ist ein Rezept, das geht mal auf. Das ist ja schön. Oh! Wie ich das hasse. Rezepte, die nicht aufgehen. So, jetzt brauchen wir halt... Ja. Okay. Ich dachte echt, oh, da hat ja einer mitgedacht. Das ist ja voll super. Nee. Den habe ich doch. Mensch, ich wollte den hier. Ach. Kann man das noch... Kann man das hier vielleicht auch einfach sehen? Nee, ist einfach nicht. Schade. Ist das... Ja. Okay. So, jetzt haben wir dann 2 Blöcke übrig, ne? Oder kommen die in der Mitte? Ich weiß es nicht, wissen wir dann. Vielleicht kommen die in die Mitte. Dann wäre es wieder... Wieder logisch, ne? Okay, ich habe... Kein Interface.
so gemacht. Den Multiblock. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt richtig ist oder falsch. Wieso? Weil du eine Errungenschaft gekriegt hast? Das ist doch nicht ja, so. Ich weiß auch nicht, ob es komplett ist. Wie ich das hasse, ne? Gucken wir mal. Ja. Jetzt hat es ein Interface und jetzt geht's. Okay, perfekt. Also es geht auf, ein Rezept, das aufgeht. Juhu. Puh, okay, perfekt. Ich bin wieder beruhigt. Und das Ding ist größer, ne? Ja, ein bisschen, ne? Ein bisschen. Okay, da kann man da oben Flaschen reinballern und man kann es aber auch direkt abpumpen wahrscheinlich, ne? Weil man hier auch umstellen kann auf Suppe. Okay. Na gut. Also, dann gehen wir nach unten und legen da mal ein Kabel hin, ne? Das ist irgendwo hier. Glaube ich. Hier so, vielleicht? Achtung, Test. Probebohrung, falsch. Nee, richtig. Leuchtet nur. Okay. Komisch. Also, jetzt weiß ich ja aber nicht, ob das hier oder hier. Ich denke in die Richtung. Ja. Ah ja, okay. Sieht man hier. Mhm. Okay, sehr gut. Dann machen wir hier mal ein bisschen Platz. Wieder eine Fackel setzen. So. Die andere Centrifuge müsste man eigentlich dann auch hier mit nach hinten bringen, ne? Weil die ist ja auch für die Bienen eigentlich da. Wo habe ich denn hier Energiekabel? Ja. Angeschlossen. Okay. Sehr gut. Also, wir haben eine Zentrifuge, eine große Zentrifuge, die richtig abgehen wird. Wahrscheinlich. Hoffentlich. Gut. Dann können wir die da hinten eigentlich mal abbauen. Da habe ich ungünstig hingebaut, ne? So, lass mal gucken. Die hier, ne? Gib mal her das Zeug. Gib mal her den Stuff. Und du kommst auch mal weg. Brauchen wir nicht mehr. Kann alles weg. Ja. Okay. Aber die FPS manchmal einbrechen, ne? Hier hinten ist gut. Da ist noch alles, da ist die Welt noch in Ordnung. Bei den Bienen. Einigermaßen. Wobei, bricht auch schon ein. Manchmal halt echt extrem. Ich weiß auch nicht, wieso. Keine Ahnung. Okay, ja, Flaschen holen. Flask heißt es nicht, es heißt Bottle. Rein damit. Ah ne, die nicht, die will ich aufheben, danke. So. Sehr geil. Und jetzt kann man hier noch einen Hopper hinsetzen. Geil. Warte mal, was wird da raus? Ich wollte doch eins essen. Wieso kann ich das nicht zentrifugieren aus dem Ding? Wieso geht das nicht? Liquefeuer. Kann man... Achso.
Nutrition Paste. Okay, also die kann man wohl direkt verkraften, einfach zur Farbe. Okay. Deswegen RGB. I understand. Honigtank. Ja, verschiedene Farben. Okay. Gut, also die gehören da nicht rein. Ist wieder so ein Ding. Muss man wieder aussortieren. Ne? Alles andere kann da rein, das nicht. Ja, das ist so ungünstig. Aber egal. Okay. Gut. Oh shit, ich nehme eine Stunde schon auf. Ich sage Dankeschön fürs Zugucken. Ha, für alle, die noch da sind. Bis zur nächsten Folge dann. Macht's gut. Ciao.